Petri hieß der, nicht Petri. Ich habe immer gedacht, der hieß Petri. Major Chaos, danke für dein Follow. Herzlich willkommen beim Frühstücksstream. Das ist unsere Pumpe, die ich meine. Nimm. Ah, danke. Meteordrache, hallo und herzlich willkommen im Frühstücksstream. Unser Motto hier, ohne Kaffee läuft hier gar nichts, ne? Also, Kaffee an den Start. Und guck, guck mal. Ey, das ist ja mega voll. Da können wir ja wirklich was mitnehmen. Schaffen wir. So 200, das reicht mir aber, oder? Ich will ja nicht gierig sein. 300, das reicht. Reicht, mehr brauche ich nicht. Du, Cloud Dancing, kommst mal her. Du musst nicht da verschämt in die Wand gucken. Du. Ey, du da. Du da? Hallo? Setz dich mal. Setz dich, nimm den Keks, halt die Klappe. Ich meine hier den Griff hin, ne? Ist klar. So, warte mal, du kriegst mich jetzt mal gerade das Öl, weil das ist schwer. Guck mal, hier, so. 2, 4, 6. Und du kriegst Ausdauer. Weil ohne Ausdauer läuft bei dir nichts. Kaffee hilft da wenig. So, okay. Gut, können wir weiterfahren, weiterfliegen. Kommst mit? Ja, fein, machst du das, prima. So, also hier soll es noch einen Sam-Käfig geben. Gucken wir mal da oben. Da würde ich jetzt mal vermuten. Meteordrache, du magst keinen Kaffee. Ja, du, dann nimm dir einen Tee. Das, wir drücken hier beide Augen zu, kein Problem. Also Mo hat hier aufgefordert, da kann sich jeder bedienen. Bernie zockt, moin. Kekse. Jordi, ich habe das absichtlich nicht gesagt. Du kannst froh sein, dass du ausgesternchen hast, sonst hätte ich der Nightbot rausgeschmissen. Ja, klär uns mal auf, Jordi. Aus welchem Film stammt das denn? Ja, ihr wisst doch schon alle, wo es ist. Dann brauche ich das doch gar nicht mehr zeigen. Oh, da gibt's was in rund. Exorbitant. Was ist das? Ein Schild? Das müssen wir lesen. Schilder sind zum Lesen da, ne? Wisst ihr Bescheid? Was steht denn da? Greifenfalle für jedermann. Bei Bedarf bedienen. Bei Gelegenheit wieder auffüllen. Made by Flower. Hübsch. Hübsch, hübsch. Mit Farbe. Und bunt. PIN-Code. 000. Gucken wir mal rein, hä? Ich bin ja jetzt überhaupt nicht neugierig. Salz ist da. Alles voll. Wow. Da gibt es bestimmt auch Sparkling Powder. Nee, aber Öl. Öl brennt auch. Okay. Eine Matratze. Und da ist ein Säckle. Ist ja gar nicht pingesichert. Ja, klar nicht. Ich bin ja in dem Tribe. Witzig. Witzig. Nicht nachgedacht, ne? Hier, voll versorgt. Super. Das ist ein Service, ne? Okay. Cloud Dancing, du darfst mal gerade hier so, du darfst dich auch hinsetzen, weißt du? Kostet dasselbe. So, okay. Gucken wir uns mal den Zähmkäfig an. Ist der noch auf Follow? Der folgt Susanne Susewind. Alles gut. So, dann gucken wir uns mal den Zähmkäfig an. In Farbe und Bunt ist das nicht das Gleiche? Ja, das ist das Gleiche. Das stammt aus, das ist ein Zitat aus, ich muss mal gerade einen Schluck Kaffee trinken, ich hab's vergessen. War das nicht irgendwie, irgendeine Sketchshow? In Farbe und Bunt. Irgendwie sowas.
Nein, Charlie, nicht du. Der Jordi. Der hat eben du geschrieben, weil es ein Zitat war und hat das Rest ausgesternt. Kaffee, Whisky und eine Zigarette frühstücken kann so einfach sein. Ich kenn das nur als Kaffee, Kippe und Computer. Wobei man Computer natürlich mit C schreibt, trotzdem nennt man das das 3K-Frühstück. Besagter Film war In einem Land vor unserer Zeit. Acker, The Land Before Time. Ja, stimmt, richtig. Ich kam auf den Titel nicht. Film aus dem Ende der 70er Jahre. Achso, das war das andere Zitat. Das war dieses, setz ich neben den Keks und du, ne, Dingsbums? Switch! Richtig, es kam aus von Switch. Danke, Jordi. Und Major Chaos kam aus Switch. Und zwar das Zitat in Farbe und Bunt. In Farbe und Bunt ist auch ein Verlag. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Und das andere Zitat, setz dich neben den Keks, stammt aus Life of Brian. Hey, wir machen hier fröhliches Filmeraten. Wir brauchen gar nicht arg spielen. Richtig, Major Chaos. Switch, Deutsche Welle, Polen war es. Richtig. Oh, angeblich ist Ark repariert und bereit zum Spielen. Gib mir mal 10 Minuten. Ah ja, gut, Charlie. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass es geklappt hat. So, wir wollten hier den Zähmkasten angucken. In Rot. Der kommt mir so klein vor. Achso, das waren die Fackeln. Müssen die mich so erschrecken, Mensch? Da hängen ja Fackeln dran. Das Design erinnert mich an meinen Vogelkäfig. Auch ein netter Übergang hier. Ja, schön. Jetzt braucht man nur einen Greifer da rein, ne? Aber ich fürchte, so viel Glück habe ich heute nicht. Einen haben wir jetzt. Zweiten finden wir bestimmt nicht. Ich guck mal. Ich guck mal. Ne? Man soll ja nichts unversucht lassen. Wir hatten ja eben auch einen hübschen hier gesehen. Außerdem, was heißt hier eigentlich low? Ich meine, 55 ist auch low. Ich habe trotzdem gezähmt, von daher. Wenn er schön ist. Da guck mal, da ist da was. Das ist bestimmt der von eben, ne? Pass mal auf. Wir gucken mal gerade durchs Fernrohr. Und gucken mal, was Mo für low hält. Achso, du bist das. Einen Level weiß ich nicht. Wo ist er hinten? Ah, da. Ein Level. Kano sehe ich. Ey, du bist zu schnell. Ich kann das gar nicht sehen, du trottliges Viech. Level 25. Okay, das ist wirklich low. Das ist wirklich sehr, sehr low. Also 25 weiß ich nicht. Den hätte ich wahrscheinlich auch nicht gezähmt. Weil der kommt ja nicht mal mit Zähmbonus auf ein etwas halbwegs höheres Level. Und es wird prompt wieder dunkel. Na klar. War ja logisch. Seht ihr noch was? Was ist das denn da? Was ist das? Ich habe da gerade was gesehen. Da, ein Sarko. Den kriegen wir nicht oben in den Zähmkäfig, glaube ich. Das wäre vergebene Liebesmüh. Gut, ich meine, wir können natürlich auch einen Archie zähmen. Dann kann wenigstens ein bisschen was tragen. Der dürfte da aus dem Käfig eigentlich auch nicht rausbacken, oder? Dafür muss ich mir den Käfig nochmal genau angucken. Da ist noch was. Oder ist das der? Ist der das oder ist er das nicht? Ich sehe da nur einen Schatten. Pass auf, war jetzt ein Wyvern oder so? Nee, die gibt's hier ja nicht. Halt still, ich sehe nichts. Nee, das ist derselbe.
Es ist alles so dünkel. Lass mal nach oben gehen. Da muss ich ja mal Chat lesen und Kaffee trinken. Hier ist aber nichts, ne? Ich sehe hier nichts. Wind höre ich, Wind. Vielleicht gleich mal auf der anderen Seite gucken. Da einmal nach oben. Sehr im Käfig gucken. Na, könnte passieren. Doch, ein Archie passt aber schon wieder raus. Glaube ich. Nun ja. Okay, gucken wir gleich nochmal. Ich muss jetzt mal gerade kontrollieren, ob der Griffin auch genug zu fressen hat. Cloud Dancing, hast du genug zu essen? Lass mich mal gerade hier, hüpf. Danke. Setz dich mal. So. Hallo, du kannst dich hinsetzen. Hallo. Setz dich. Was machst du denn? Der ist auch fast überladen. So. Hast du was zu essen dabei? Zeig mal. Oder hast du schon alles aufgefuttert? Und der hat gar nichts. Nix hat da. Ja, nüt. Und du hochtest alles, ne? Du musst auch teilen. Hier, gib mir das mal her. So, bitteschön. Boah, der hat nämlich Hunger. Der hat richtig Hunger. Der frisst das, der schnupft das weg. Der frisst das nicht. Der inhaliert das. Du gib mir mal hier die anderen Sachen noch. Also nicht alles, nur ein bisschen, ja? Ich lasse dir was übrig. Ganz bestimmt. Ja, komm. Komm, ist gut, ne? Das kannst du abgeben. Das geben wir jetzt mal hier dem Griffin. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Guck mal, der kriegt durchs Essen ein Level. Mega. Ja, jetzt geht's dir auch besser, ne? So. Gut. Okay. Du folgtest ihr und du folgtest keinem. Gut, dann kann ich mal gerade hier in die Helle gehen. Ich muss mich mal gerade ausruhen. Nett. So, gucken wir nochmal in den Chat und trinken Kaffee. So. Was haben wir da? Kannst du mal bitte Escape drücken, dass ich sehen kann, wie der Server heißt. Das ist Kuyas Community Server, bei dem kann man sich bewerben. Der ist aber zurzeit voll. Wenn man sich bewirbt, dann kommt man eher auf eine Warteliste. Aber ist besser als gar nichts, glaube ich. Ganz unten um den natürlichen Steinbruche flattern wir oft. Da können wir gleich mal gucken. Joining versucht läuft. Daumen drückt, Charlie. Wozu Zähmkäfig? Du lässt ihn einfach in deiner Ruine festbacken. Ja, Bernie, richtig. Das ist ja mit dem Krokodil hat das ja wunderbar funktioniert, ne? War das schon meins? Aber das Krokodil hat ja nicht lange belebt, ne? Muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das so. Bist du sicher, dass das für Archies auch geht? Ich meine, gut, du bist der Erbauer, du müsst das wissen. Für mich sieht es ein bisschen zu breit aus. Flügel vor dem Mond, hübsch. Wombat. Moment, das war ein anderer Sound. Wombat, danke. Danke, Wombat. Du machst mich sprachlos. Du weißt, dass du das nicht musst, ne? Also, das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Danke vom Bad. Ja. Du bist verrückt, das ist doch viel zu viel. Mach das doch nicht.
Oh Mann, ja. Danke, danke, Wombat. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Was wollten wir denn? Was wollten wir? Boah, was wollten wir denn machen? Nee, wusste ich nicht, lach, ja. ja. Danke dir, danke, Bombard. Also Argis und Greifer haben die gleiche Breite, die passen da nicht durch. Das heißt, ich kann da auch einen Argi einlocken, reinlocken. Okay. Denke, die Donations gehen in die Kaffeekasse. Ja. Ja. Ich spare. Ich spare im Moment auf eine bessere Grafikkarte, damit dieses blöde Gelegge aufhört. Also, das rühre ich nicht an. Das bleibt da liegen, bis ich eine Grafikkarte zusammen habe. Den Kaffee kann ich mir gerade noch so selber leisten. So. Ja. Könnt's jetzt mal bitte wieder hell werden, bitte. Bitte, bitte, bitte. Mach mal hell hier. Hey, das sieht cool aus. In Anbetracht dessen, dass wir Halloween haben, ne? Hier, guck mal. Dumpti-dumpti-dumm. Einmal umdrehen, komm mal, dreh mal um. So, ein bisschen hoch, genau. Und dann, so. So, ne? Mach mal die Hütte weg. Mach die Hütte weg. Mach die Hütte weg. Hallo. Ich will den genau davor haben. Jetzt geht der Mond unter. Ich muss ein bisschen rückwärts. Warte mal. Gleich ist der Mond weg. Jetzt ist der Stein vor. Ach, naja. Immerhin, es wird langsam hell. Das ist ja auch mal was. Also irgendwie kriege ich das hier noch nicht hin mit diesen epischen Bildern. Ich muss das doch üben. Nochmal in Chat gucken. Ist eh noch zu dunkel zum Suchen. Kaffee trinken, Chat gucken. Nee, Facecam. Eine Facecam. Naja. Naja. Mach nix. Ich hab Zeit, Jordi. Du wolltest doch Tag. Ja, ich wollte Tag. Richtig? Eine 1080 Ti. Meinst du, Wombat? Taugt das? Ja, also besser als meine 960 GTX auf jeden Fall. Facecam dafür mit Hund und Katze. Wir hatten letztens schon Fotoschau. Sowas ist doch langweilig. Okay, also, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir finden. Tamkäfig ist offen, falls wir was finden. Achso, mit dem Greif sollte ich da nicht reinfliegen, ne? Das wäre suboptimal. Du bleibst hier, ich muss den anderen nehmen. Och, Greif, was machst du denn? Bleib hier! Boah. Spielen wir jetzt siamesischen Zwilling oder was? Ich weiß, dass du dem folgst. Ist gut jetzt. Setz dich mal hin. So, pass mal auf. Bleib mal sitzen. Bleib sitzen. Du brauchst nicht zuckeln. Alles gut. Ruhig, Fury. So, pass mal auf. Du? Hallo? Lass mich da mal drauf. So. Schluss jetzt. So. Und du hier, du gehst jetzt mal zu Fuß darüber. So. Du bist hier formvollendet geparkt. Geht doch. Geht doch. Und du bist jetzt hier mein Gipfelstürmer, mein Wolkenstürmer. Susanne, Suse, Wind. So, fliegen wir mal darüber. Vielleicht finden wir ja einen schönen Archie. Ich meine, einen Archie brauche ich eh noch. Der kann wenigstens was tragen.
Ja, ich glaube auch, eine 1080 wird sich eher lohnen. Das ist auf jeden Fall die, die ich ins Auge gefasst hatte, für die ich spare. Und nein, das ist keine Aufforderung. Ich habe Zeit. Kriegen wir hin. Krieg ich hin. Nee, dann machst du mir nur Angst, Charlie. So. Hier gibt's aber nichts. Ich jetzt gerade an einem Archie vorbeigeflogen, während ich im Chat gelesen habe. Wahrscheinlich. Man wäre ja auch nichts Neues. Ich kann ja mal nach oben fliegen. Ich weiß gar nicht, was da oben ist. Ist das schon Eis? Kann nicht sein. Naja, Level verfügbar. Zur Anwendung Inventar öffnen. Groß und deutlich steht es da und ich ignoriere es seit mindestens einer halben Stunde, wetten. Oh. Oh ja. Oh, das ist sehr eisig hier. Ich sollte das nicht tun. Ich habe eine Fellrüstung an. Das kann doch nicht sein. Das ist ja mörderheiß hier. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist aber ein hübscher See. Hier war ich noch nie. Gibt es hier Eiswivern-Eier? Hm. Ich kenne die ganzen Eiswivern-Spots gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich will gerade hier oben gucken. Nur mal kurz gucken. Nur mal kurz sterben. Nee. Oh, das ist aber wirklich hübsch hier. Guck mal. Tödliche Skorpione, wie nett. Ich mag das, wenn das Wasser so hellblau aussieht wegen dem Schnee. Das finde ich total schön. Ich ziehe die mal nicht runter, die Skorpione. Die können das auch von alleine da in den See fallen. Da ist ein Greif, guck mal. Und noch einer. Oder ist es derselbe? Weiß ich nicht. Wir sollten aber mal landen, glaube ich. Ja? Keine schlechte Idee. Wir landen den mal auf den Kopf. Wir setzen uns mal hier hin so. Und dann können wir mal in Ruhe gucken, was das für einer ist. Ist das ein Wilder? Level 50. Ja, so was haben wir schon. Und rot ist er nicht, also eher nicht. War da nicht noch einer? Das ist ein Terrorbird, habe ich gerade gesehen. Da ist ein Pterinodon.